Hallo meine zauberhaften Wagen und herzlich willkommen zu eurer persönlichen Legung in diese Serie Ruf deines Herzens. Wie kollektiv schon mal gesehen, es gibt wieder eine wunderbare Kollektivlegung und die ist wahnsinnig stark. Die empfehle ich dir wärmstens anzuschauen, denn die wie immer als eine solide Grundlage dient, als auf jeden Fall wichtiger Bestandteil für dein Gesamtgefühl, für diese Botschaft meinerseits führt. Meine Wagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet, was nun euer Herz euch sagen möchte. Heute trete ich quasi als Vertreterin eures Herzens auf und helfe euch, eure Herzensbotschaften leichter, schneller zu verstehen oder tatsächlich vielleicht daran zu glauben, was euch euer Gefühl euch versucht zu teilen, zu schenken, zu geben. Erlaubt mir bitte wie immer zu Beginn, mich mit deiner Energie zu verbinden. Die einfachste Form deinerseits mir zu erlauben, deine Energie zu lesen, ist das Liken und Kommentieren von diesem Video. Gerne kannst du es mit deinem Namen, Herzchen, deinem Sternzeichen kommentieren. Gerne abonnieren natürlich auch meinen Kanal. Du bist herzlich eingeladen, diesen Account The Funky Oracle zu abonnieren. Ich habe mich auch vergessen vorzustellen. Ich bin Xenia, The Funky Oracle, für alle die, die es noch nicht wissen. Ich bin das Orakel für das Unterbewusste. Ich bin das Orakel für die höhere Timeline. Ich helfe dir, dein Leben rückwärts zu verstehen, damit du hier und jetzt, damit du deine Zukunft, deine Vergangenheit genießen, heilen und ja, einfach wundervoll erleben darfst. Ja, für eine persönliche Legung schreib mir gerne eine E-Mail oder eine DM. Beide Kontaktmöglichkeiten sind unten in der Videobeschreibung eingeblendet. Und wenn du dich mit einer Spende bedanken möchtest, sehr, sehr gerne an der Stelle auch allen herzlichen Dank für all die, die sich jetzt mit einer Spende bedankt haben. Vielen, vielen lieben Dank, meine Lieben, danke, danke. Den PayPal-Link findest du unten. Einfach den Link aufrufen und da siehst du schon Geld senden. Ich freue mich auch über diese Art von Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. So, meine lieben Wagen, lass uns gleich loslegen. Ich liebe euch, ich liebe dich, meine wunderbare Seele, ich liebe mich, ich liebe das, was ist, ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Was möchte nun die Waage, was möchte das Herz der Waage sagen, was bedeutet diese Energie, was möchte raus, was möchte raus? Ja, kollektiv schon mal gesehen, dass die Wahrheit möchte ausgesprochen werden und die Wahrheit bedeutet in dieser Hinsicht nichts Richtiges in dem Sinne, was quasi gesellschaftlich anerkannt ist, nicht das, was du immer gehört hast, was richtig ist, sondern das, was wahr ist, deine persönliche Wahrheit, das, was für dich wahr ist und wahr ist, was ist. Kollektiv möchte gerne seine Kraft zurückerobern und da lass uns gleich reinschauen, was möchte, okay, die Karte ist schon mal gefallen. Was möchte dein Herz dir sagen? Erneuerung. Erneuerung und das ist die Nummer 46. Und 6 und die 4 ergeben zusammen eine 10. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dir auch diese Zahl mitteilen darf. Erneuerung. Mein lieber Schatz, sei dir gewiss, dass das verbrannte Herz, dass die gebrannte Erde notwendig war, damit etwas Neues entstehen kann. Du hast dich oft verbrannt, du hast dich oft überrannt, du hast dich oft ausgebrannt. Das war aber notwendig, damit alles Alte gehen kann. Wir wissen, dass auch oft die Areale auf der Erde, wenn die verseucht sind, dass sie auch erstmal komplett niedergebrannt werden. Und ich sehe gerade die Nummer 4 an der Wand. Vielleicht warst du mit 4 Jahren in einem Brand verwickelt. Vielleicht gab es 4 Generationen vor dir einen Brand und es hat etwas mit Feuer zu tun, mit 4. Vielleicht hast du auch Feuerelement in deinem Chart. Feuer bringt dir Stabilität. Wenn du Feuerelement in deinem Chart hast, bedeutet Löwe, Schütze oder, das ist völlig ein Blackout. Löwe, Schütze, ich habe gerade Blackout, warte mal, lass uns mal reinschauen. Löwe, Schütze oder Widder, wenn du Feuerelemente in dir hast, dann gibt dir das eine Stabilität. Und
also diese Erneuerung, die du auch durchlebst, das sehen wir auch gerade hier, diese Erneuerung ist gesegnet. Du siehst, dass hier die Schneeflocken oder dass die Energie runtergeht. Das heißt, du bist gerade in einem gesegneten Prozess und diese Erde, diese verbrannte Erde kann natürlich auch mit Lava verbunden sein. Das heißt, das Innere kommt raus. Genau, das Innere kommt raus. Deine Lava kommt raus und diese Lava, die Lava ist nicht aufzuhalten. Egal, was man da tun kann, möchte oder nicht, die Lava ist nicht auszuhalten. Oder der Lava, ich weiß nicht, wie es im Deutschen, welcher Artikel da ist. Das heißt, diese Lava kommt hoch. Das Innere des Vulkans kommt heraus. Und das ist endlich jetzt deine Zeit, wo du merkst, krass, mein Vulkan hat explodiert. Ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Mein Vulkan hat explodiert, damit hier wirklich eine neue Erde entstehen kann. Und da fällt mir auch sofort ein, dass ich dir gerne meinen Account, das Erwachen der Jungfrau Tarot, empfehlen möchte. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung, weil Jungfrau unmittelbar Bezug zu Skorpion und zu Jungfrau-Energie hat, denn dieses Sternzeichen im Tierkreis alleine zwischen den beiden Sternzeichen, ich will nicht sagen gefangen ist, aber auf jeden Fall eine Vorgeschichte hat. Eine Sage nach, wir haben gerade hier Moskitos, eine Sage nach war Jungfrau und Skorpion eins, ein Sternzeichen und wurde durch die Waage getrennt. Aber deine Wichtigkeit, wie gesagt, du bist keine Trennung, du hast eine richtige, wichtige Aufgabe. Du bringst Ausgeglichenheit, Balance, damit man sich auch besser sehen kann. Und jetzt kommst du, jetzt erneuerst du dich selber. Bedeutet, nachdem Jungfrau als erstes Sternzeichen erwacht und sich erneuert, kommst natürlich sofort du. Das heißt, du spürst, dass auf der einen Waagenschale eine absolute Erneuerung stattfindet. Das heißt, deine Inneren kommen raus. Die Jungfrau erwacht und die Waage erwacht mit. Weil man merkt, die Waage erneuert sich auch. Das heißt, dein Herz möchte dir mitteilen, folge dieser Erneuerung nach. Wenn du spürst, dass da grundlegende Veränderung gewünscht sind, dass du wirklich diesen Prozess nicht mehr aufhalten kannst, dann gebe dich hin. Wisse, dass dieser Prozess gesegnet ist. Wisse, dass dieser Prozess geheilt ist. Er ist schon die Heilung. Du bist gesegnet. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt dann. Deine neue Pflanze, dein neuer Körper kommt zu einem richtigen Zeitpunkt dann. Das heißt, vertraue in den Prozess, vertraue in die richtige Zeit. Erneuerung. Hier erneuert sich auch, hier erneuert sich die maskuline Energie bei den Waagen. Das heißt, deine Vorstellung an die männliche Energie erneuert sich gerade. Da kommt viel Geduld, viel Ruhe, dein Glaube auch an den Mann erneuert sich auch. Das heißt, wenn du dich bis jetzt, wenn dir männliche Energie gefehlt hat, kann damit geäußert werden sein, dass du einen fehlenden Vater gehabt hast, dass du Männer erlebt hast, die ständig abwesend waren, die nicht treu waren, die in die Arbeit vertieft waren, die nicht mit ihrem Herzen bei dir waren. Damit ist jetzt Schluss. Du fängst gerade eine absolut neue Zeit an. Erneuerung, auch ein Ring. Das heißt, für diejenigen, die diese Zeit gerade erleben, diese Zeit hat was mit Ehe zu tun. Hier wird ein Kreis geschlossen. Bedeutet, für manche geht eine Ehe zu Ende, für manche kommt eine Beziehung, die wirklich Ehe sein wird. Man fühlt sich dann wirklich, wenn man diesen Menschen trifft, vielleicht triffst du ihn ja auch jetzt in diesem Monat, beziehungsweise dann, wenn du dieses Reading dir anhörst, wenn du diesen Menschen begegnest, dann weißt du, er oder sie, das ist das. Das ist jetzt tatsächlich mein Partner, meine Partnerin für forever. Ja, meine lieben Waagen, das war eure Botschaft. Ich wünsche euch viel, viel Freude bei dieser gesegneten Erneuerung. Alles Liebe, danke fürs Zuschauen und habt eine wundervolle Zeit. Bis